Yeah, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Deponia. Chaos of Deponia, der zweite Teil. Hell yeah, Schnabeltier. Da ist ein Schnabeltier, da ist Doc. Wieder Aufnahme hier. Ist schon eine Weile her, dass ich wieder aufgenommen habe, das Spiel. Ich komme auch nie dazu, das aufzunehmen, während ich noch Folgen habe. Also ich komme sozusagen nicht dazu, vorzuproduzieren. Da drüben ist Sprengturm, die Rebellion, die ist schon im vollsten Gange. Es ist übrigens gerade, keine Ahnung, 2 Uhr morgens oder so. Egal, jetzt ist die perfekte Zeit, um Deponia zu spielen. So, Doc, mal gucken, hat er was zu sagen. Ich gucke ihn jetzt mal an. Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank zu schade. Was willst du damit sagen? Hallo? Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. So einer. So. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Mhm. Ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu... Woher weiß eigentlich Rufus, was ich gerade denke? Ich verstehe das gar nicht. Das Spiel ist doch schon längst fertig gemacht. Er weiß genau, was ich jetzt gerade denke. Boah. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Nein! Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Puh. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Kennst du dich mit diesem Ort so... Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken... Wieso? Das wäre der reinste... Ein Wahnsinn, kleiner ja, Fessen. Moleküle, ja, genau, so genau, alles wunderbricht. Also, ich wollte schon sagen, der will was sagen. Wo was? Ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Aha. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ja. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Aber das ist doch eindeutig die wahre Freundschaft. Wenn man schon den anderen so gut kennt, man weiß, der hört mir nicht mehr zu, weißt du? Das ist einfach wahre Freundschaft, ja? Best Friends und sowas. Wir haben hier einen Transporter, noch einen Transporter und da auch noch einer. Kann man da jetzt einfach so reingehen? Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Ich frage mich, wen ihr da getestet hat, also ob es funktioniert hat, frage ich mich. Und wenn ja, wie er es herausgefunden hat. Okay. Das ist Rufus' wahre Gestalt übrigens. Aha, Rebellen, Janosch? Die Rebellen. Okay. Hm. Ich Let's Play ab jetzt die ganze Folge so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich mache das gut. Genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Passiert mir auch ständig. So, mal gucken, wie er als Frosch aussieht. Nicht viel anders da. Ribbit. Ribbit. Ich finde das gerade so geil. Aber wir können hier nicht raus, da wir nicht fliegen können. Wir können nicht durch die Löcher. Interessant.
Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann müsste ich ja... Ups. Joa. So, ich rede erstmal mit Janosch. Ich hoffe, mit denen kann man reden und dann... Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Sorry, ich trinke gerade neben der... Siehst du, die Fliege hat mich auch schon kirre gemacht. Ich trinke gerade nebenbei Hagebuttentee. Ja, einer meiner Lieblingstees. Ich mag ja Tee, deswegen... Oh, du guckst ja. Oh, der Arme. Janosch. Na, erst gucken. Nein, nicht erst. Huwusch, endlich. Schnapp dir eine Wawe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Jo. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Hat er das nicht schon vorhin schon gesagt? Ich finde schade, dass man nicht mit Toni reden kann. Und mal ganz ehrlich, ja? Hier sind 4 Leute. Und hier sind, Scheiße, jetzt habe ich mich verzählt. 9. Hier sind 9, ja? 4 gegen 9. Und, keiner wurde hier getroffen, aber hier wurden schon 2 Stück getroffen. Also, wenn es so weitergeht, dann werden wir gewinnen. Eindeutig. Deswegen sage ich Poki, hey, Poki, guck mal. Und ihr habt euch trotzdem wieder getraut, auf diesen Knopf zu drücken. Ja. Bravo erstmal dafür. Aber ich hatte ja auch angekündigt, dass ich jetzt ein bisschen mehr über die Tiere erzählen soll. Ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es sich bei diesen seltsamen Kabäuschen um Warentransporter des Organon handelt. Ausgemusterte auch noch. Und dass Rufus trotz entgegen aller Ratschläge von Doc sie quasi benutzt, um sich ins Innere des Organon-Turms zu teleportieren, was natürlich zu einer die Fliegeartigen Genverschmelzung führt, die ich für ein kleines Kombinationsrätsel hinhalten muss. Und auch dieses Rätsel wieder hatte ich lange Zeit nicht zu Ende durchkonzeptioniert, sondern wir haben einfach gesagt so, das wird schon lustig und da fällt uns was Lustiges ein. Und dann nachher ging es komplett auf, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Wir hatten einfach nur diese Idee, diesen Aufbau, haben es hingeschrieben und haben halt geguckt, so was passiert, wenn wir das und wenn wir das machen. Und nachher war es einfach so gelöst. Wundervoll. Ich finde es außerdem großartig, wie Rufus so komplett furchtlos mit diesem Schulterzucken, weil er einfach überhaupt nicht so weit denkt oder das Wort Sorge oder Angst irgendwie überhaupt gar nicht zu kennen scheint, wenn es um seinen eigenen Körper geht. Einfach sagt so, ja, ach, genetische Verschmelzung, das lässt sich schon wieder rückgängig machen. Ja, viel Spaß bei dem Versuch. Aber ganz ehrlich, ich geh mal zurück, hier ist mir ein bisschen zu laut, aber mal ganz ehrlich, ja, Rufus, dem ist immer scheißegal, was ihm passiert, ja. Der kann zerhäckselt werden, der kann irgendwie in benutzte Spritzen, in so eine Wanne voller benutzten Spritzen, der kann reinfallen. Das ist ihm alles scheißegal. Jeder sagt, weil er dumm ist, ja, der ist dumm, dem ist es egal. Aber wenn jemand etwas Intelligenteres das machen würde, dann wäre er ein Held, weißt du? Dann wäre er richtig hier der Held of Master Doom, weiß ich was, sonst was, ja. Master Sergeant, Master Chief, Sergeant Lieutenant, Master of Imported Person oder so. Wie hieß das? Call of... Keine Ahnung. War auf jeden Fall geil. Das war so eine Werbespiel für Bulletstorm. Egal. sind ein paar Jahre her. Ich wollte nochmal Poki ansprechen und... ja, Rufus ist schon so ein Held. Er ist ein bisschen... debil möchte ich jetzt nicht. Aber er ist schon sehr dumm. Also wirklich... Aber trotzdem ist er sehr heroisch, ja, Poki. Ja, ich hatte ja schon mal einen kleinen Ausflug in die Fauna von Deponia mit einem anderen Entwicklerkommentar weiter vorne. Mhm. Ja, hier haben wir gleich mehrere Tiere. Natürlich gibt es auf Deponia ziemlich viele Insekten. Die Hintergrundanimationen wimmeln nur so von ihnen andauernd. Und das erste Mal auch einen deponianischen Frosch. Und ja, was es damit auf sich hat, das findet ihr am besten selber raus. Vielleicht erzähle ich gleich im nächsten Raum noch mal ein bisschen mehr zu der ganzen Geschichte. Ja, sonst fällt mir nur ein, dass dieses gesamte Subkapitel hier quasi ganz neu entstanden ist und im ursprünglichen Konzept nicht drin war. Also was erzähle ich ja andauernd. Das kann ich ja noch viel besser erzählen über diesen Screen. Das ist halt mit als letztes entstanden.
Eigentlich gibt es gar nichts zu erzählen. Ja. Es ist ja sowieso viel zu spannend. Ihr wollt ja sicherlich auch weiterspielen. Und nicht die ganze Zeit meinen Kommentaren lauschen. Besonders dann, wenn ich nichts zu erzählen habe. Und es dauert und zieht sich hin und dauert und dauert und dauert. Und ihr seid so gespannt. Wie geht's weiter? Oh Gott, wird Rufus den Tag noch retten können? Kommt er mit Gold zusammen? Und ich erzähle hier einfach so, ohne dass es irgendeine Information gibt. Wie grausam. Und ihr müsst euch das anhören. Ach, furchtbar, furchtbar. Ich hätte schon längst aufhören sollen zu reden. Das wäre viel besser gewesen. Ihr kauft euch nie wieder ein Spiel mit Entwicklerkommentaren, wenn das so weitergeht. Das ist furchtbar. Naja, jetzt lasse ich euch ja weiterspielen. Weiterspielen. Ne? Also, viel Spaß. Danke. Danke, danke. Und direkt geht die Musik wieder los, Elsa, wirklich. Ich mag mir eigentlich die Entwicklerkommentare, weil man kriegt einen Einblick so hinter den Kulissen, so, wir sehen ja nur das fertige Spiel und das war's. Aber dass er sich gerade Gedanken gemacht hat, so, ja, das war eigentlich gar nicht so geplant und wir wollten es eigentlich so machen und dies und das, das finde ich immer viel interessanter als, naja, das Spiel möchte ich nie sagen. Erst das Spiel und danach ist das, na, egal. Fliege. Nein, Frosch, So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Ich habe keine Ahnung. Also wir können nur hier rein, so wie es aussieht. Ah ne, da können wir auch rein. Okay. Aber das hat gar keinen Sinn. Wieder zurück. So. Wupsi, schwupsi, fididi-dupsi. So. Ich wollte hier rein. Dann wollte ich Folgendes machen. So. Ja, und jetzt, na, da. Und dann da rein. Yeah. Bam. Da kommt er nicht raus, ne? Doch, jetzt. Er kommt nur einmal. Oh, schade. So, und jetzt wieder da. Soll ich da rein? Sorry, das war gerade laut. Das war cool. Wait. Rätsel, 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 die dumm. Ich trinke mal wieder einen Schluck von meinem Lecker D. Was mache ich da? Mich voll Horst. So. So, jetzt bin ich hier und jetzt na rein. Na. Upsi. So. Jetzt komme ich oben raus, ne? Runter. Ich muss dahin, aber der muss da weg. Boah, ich rede auch schon wieder zu wenig, ne? Ist schlimm. Oh, scheiße. Scheiße, wo war... Wo war... der führt da nach unten, der führt wohin? Ah, schon wieder. Missy die Kack. So, ich glaube, ich brauche den hier. Aber ich kam doch von dort. Hä? Warum kann Rufus einfach nicht klettern? Dann würden wir einfach da irgendwie an Janosch sage ich, an Galevs Schulter hochklettern. Siehst du hier? Zack, zack und dann hoch da. So. Ey, das ist wirklich Pracht. Welche Pracht sich da offenbart. Das ist unglaublich. So. Ich stelle mich aber auch jetzt gerade doof an, ne? Jetzt bin ich als Fliege wieder hier. Boah. Kann ich da rein eigentlich? Nee. Sehe ich genauso. So, höchstwahrscheinlich der zweite Schnitt. Ich habe gerade vorhin gedacht, ich habe es rausgekriegt und jetzt wohl doch nicht. Es ist, ich habe jetzt gerade mal ganz ehrlich, ich habe geguckt, wie es geht, denn wirklich, es ist 2 Uhr morgens und ich bin sowieso müde und mein Gehirn fängt langsam an. Ne? Also ihr wisst, wie das ist, ne?
Und ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber ich, ja, es ist. Also, schlimm. Schlimm. So. So wie es aussieht, funktioniert das. Mit der Fliege reden. So. Lecker. So, und jetzt runter. Und jetzt da rein. Und dann da hoch. So, mir war... Ich habe ja schon ein paar Mal, ich weiß nicht, ob ich es mit rausgeschnitten habe. Ich habe ein paar Mal gesagt, dass hier als Frosch, ne, die Viech fressen. Jetzt endlich, meine Güte. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Ich muss mich wieder laufen. Ich mach das Spiel hier immer leiser. Also, weil er schreit mich ja förmlich an. Und... ganz ehrlich, ich rede erst mit Poki, weil keine Ahnung, wie lange das hier geht. Ich habe ja jetzt, dieser Screen erinnert mich gerade aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen daran, ich habe ja jetzt tatsächlich seit knapp vor Jahreswechsel einen eigenen Assistenten, genau, der halt wichtige Aufgaben erfüllen muss, Füße waschen, also meine, Möbel rücken, hier und da. Meistens gefallen sie mir dann im Endeffekt doch da, am besten, wo sie am Anfang standen. Was ja aber nicht heißt, dass dieser Job vollkommen unnütz wäre. Und der Johannes, der hat ebenfalls wichtige dramaturgische Aufgaben, zum Beispiel dramaturgischen Kaffee kochen, dramaturgische Sachen kopieren und so weiter zu tun hat, dramaturgische Klemmbretter halten und hinter mir hertragen. Der löchert mich eigentlich, seit er hier angefangen hat in der Firma, löchert er mich halt mit einer einzigen Frage, hat eigentlich noch gar nichts anderes gesagt. Du, sag mal, Goal, wenn du gewusst hättest, dass Cletus eigentlich in dieser Situation gute Absichten hat, wärst du dann auch in deiner kompletten Form, also mit Agro-Goal und mit Baby-Goal, also in zusammengesetzter Goal-Komplets mit ihm mitgegangen? Ja, da wäre ich auf jeden Fall Cletus gefolgt. Da haben wir es. Potztausend. Ich folge überhaupt niemandem. Oh, jetzt geht's los. Catfight, Catfight! Ah ne, das sind ja zwei unterschiedliche Charakterfacetten, die ich hier mit dieser Fernbedienung... Das könnte sich jetzt schwierig erweisen. Ja, vielleicht sehen wir aber etwas Ähnliches gleich im Bild. Seid gespannt, es geht ja auf den Showdown zu. Yeah, oh, ich habe meine Hände, meine linke Hand gerade auf WASD getan, aus Gewohnheit. Catfight, ja Mann. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Naja, über dir genau genommen. Sie steht über dir. Achso, ich kann nicht mit dir reden. Cletus. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen. Cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich. An den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Yeah. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Da ist einer döver als der andere, ganz ehrlich, ist er wirklich.
So, ich guck mir jetzt mal alles an. Hier einfach so liegen lassen. Ja. Benutzt und weggeschmissen. Hoch? Nein, stopp. Gucken. Sollt gucken. Guck doch von da. Hoffentlich sieht ihr mich nicht. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Wir hatten doch noch eine Datasette. Die waren Bug. Golds Fernbedienung fehlt leider. Die muss ich noch bei sich haben. Wir hatten da, siehste. Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Gold? Donna? Irgendwer? Offenbar ist niemand zu Hause. Somebody's in there. Das Implantat ist ja auch leer. Ja. Ich klicke mal hier. Oh, Pucki. Ja, das war spannend hier. Das war spannend. Ja. Dieses Set war halt natürlich nicht einfach zu finden. Wir brauchten halt irgendetwas, was halt auch nur entfernt erstmal an einen Organon-Sprengturm erinnert. Am Originalschauplatz konnten wir halt nicht drehen, weil der Organon da halt gerade eine Übung durchgeführt hat und die Antragsformular schon alleine, das war schon ein ganzes Buch, also an komischen Akten, die man hätte wälzen müssen und Anträgen, die man hätte ausfüllen müssen. Schlimm so. Dann haben wir uns aber umentschieden und gesagt so, ach, ihr könnt uns mal und wir drehen das ganz woanders. Und haben uns schließlich dafür entschieden, wo war das denn noch gleich? Das war der Saarbrücker Flughafen, der ja kurz danach planiert und neu gebaut wurde. Ich habe aber inzwischen, das ist Zufall, ich habe gestern gelesen, die haben das gar nicht planiert, sondern die haben das alles sorgfältig abgeschraubt und Lemgo bekommt ja jetzt auch einen Flughafen und da wollen sie das dann wohl wieder hinbauen. Aber so schön kriegen die das nicht wieder hin, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn wir das im Vorfeld gewusst hätten, das hätten wir uns wahrscheinlich auch viel Aufwand ersparen können, weil immerhin mussten wir die Hälfte, das sieht man ja hier nicht, aber die Rückwand besteht halt so aus einzelnen schweren Panzerplatten, die aber nur lose verschraubt sind an so ein Stahlgerüst. Und da war halt eine Öffnung zwischen den unterschiedlichen Stahlträgern, die groß genug war, um eben diesen Planetenkiller, diese große Bombe, das Organ, um die da halt rein zu transportieren, weil die gab es natürlich nicht im Originalset. Die mussten wir ja schon aus unserem Bestand quasi. Die haben wir aus Wustweiler ranschaffen müssen. Genau. Der Transport war schon anstrengend, aber dann halt natürlich diese Flughafenwand abzuschrauben und dann nachträglich wieder ranzuschrauben, nur damit die halt dann, und das auch zweimal vor allem, wir mussten die ja reinbringen und wieder rausholen. Aber wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir natürlich die Wand auch einfach offen lassen können die ganze Zeit über. Und vor allen Dingen ist es ja total hirnrissig, so eine Bombe wieder rauszuholen aus so einem Gebäude, das sowieso gesprengt werden muss. Nee, das ist wie, das haben wir doch besprochen. Das ist doch wie in diesen Mietverträgen. Also du musst die Wohnung neu tapezieren, bevor du ausziehst. Obwohl ganz klar ist, dass der Nächste die Tapeten gar nicht mag, mit den blauen Hasen drauf und die wieder runterreißt. Das habe ich noch nie begriffen. Aber das ist Bürokratie. Ne? Also Beamtenwahnsinn. Genau, Beamtenwahnsinn. Und jetzt aber nochmal, warum sollte irgendjemand Tapeten mit blauen Hasen drauf nicht mögen? Das sind HW-Tapeten gewesen. Wer auf der Welt macht denn eine HW-Tapete von der Wand? Ja. Der da einzieht. Ach, sei egal. Ägyptische Sonnengott, der hat seinen Spaß dabei. So, was wollte ich machen? Also ich wollte hier was einlegen. Bing. Oh, hey. Psst, nicht so laut. Hey. Wir haben ein Problem. Naja, also 2,5, eigentlich 3. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Klitis da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Cletus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah. Fies. Ja, Mann. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Und was falsch verstanden? Sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Darum ist Cletus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Okay. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungs-Yam-Yam. Wofür? Hat der Baby Gold schon alles erklärt? Ich wollte,
aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber, Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drin? Ein Schmetterling? Hui! Dir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... 1. Ich... 2. Wieso man eigentlich so schnell... Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So,